Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 12. August. Ein Geduldiger ist besser denn ein Starker. Sprüche 16, Vers 32. Es ist seltsam, dass der mächtige König Salomo so etwas schreiben konnte. Denn meistens schätzen die Mächtigen der Erde die Starken. Der Preußenkönig Wilhelm I. liebte über alles seinen langen Kerls. Cromwell seine Eisenseiten. Kaiser Wilhelm II. Seine schimmernde Wehr und Hitler seine SS. Und da sagt nun ein König, ein Geduldiger ist besser denn ein Starker. Das Wort hat er sich wohl nicht selbst ausgedacht, das hat ihn Gottes Heiliger Geist gelehrt. Ja, kein Mensch würde auf solche Weisheit verfallen, denn sie geht ganz gegen unsere Natur. Wie? Fragt diese. Ein geduldiges Schaf soll man sein, dass sich alles gefallen lässt? Das soll besser sein als ein Kerl, der auch mal auf den Tisch haut? Ja, erwidert uns Gottes Wort. Denke nur, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, war ein solches Lamm, allzeit erfunden, geduldig. Und er ist doch sicher besser als alle Starken in der Welt. Da lernen wir begreifen, unsere ganze Natur ist vor Gott verkehrt. Unser Wesen ist in Gottes Augen verderbt. Der Schriftsteller Kafka schrieb in sein Tagebuch: Der unterste Boden unseres Herzens ist nicht Lava, sondern Schmutz. Ich elender Mensch. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Mit unserem bösen Herzen, das sich in der Ungeduld zeigt, sind wir offenbar Kranke. Es ist nur ein einziger Arzt für uns da, Jesus, unser Heiland. Er kann uns sogar von uns selbst erlösen. Unsere Ungeduld und unsere Starksein wollen sind geistliche Krankheiten. Eilen wir zu dem Arzt. Herr, nimm unser Wesen in deinen Tod und lass uns mit dir in einem neuen Leben sein. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.